Herzlich willkommen, hier ist User Paul mit dem Thema Linux verschlüsselten Container erstellen. Der folgende Schritt ist als Root auszuführen. Zuerst soll die Partition /dev/sdb1 verschlüsselt werden. Debian und Ubuntu enthalten das Skript Lux-Format, das alle Aufgaben erledigt. So gibt man ein sudo lux-format minus t, dann das Dateisystem ext4 und dann kommt die Partition /dev/sdb1. Das ist alles. Der Vorgang dauert ein wenig und es wird dreimal das Passwort abgefragt. Ein Keyfile kann dieses Skript nicht nutzen. Um einen USB-Stick zu verschlüsseln, wählt man /dev/sdb1. Es ist vor Aufruf des Kommandos zu prüfen, unter welchem Device der Stick zur Verfügung steht, zum Beispiel mit lsblk. Und Enter eingeben, dann Yes groß eingeben und dann das Passwort eingeben, ein sicheres Passwort wählen. Und das war's. Verschlüsselten Container öffnen, schließen. Aktuelle Distributionen wie Debian oder Ubuntu erkennen verschlüsselte Partitionen auf Festplatten und USB-Sticks automatisch und fragen das Passwort ab, sobald das Gerät erkannt wird. Einfach anschließen, auf den Passwortdialog warten, der hier zu sehen ist, Passwort eingeben, auf den Button Verbinden klicken und fertig. Auf der Kommandozeile sollte es mit dem automatischen Öffnen des verschlüsselten USB-Sticks nicht funktionieren, kann man auf der Kommandozeile nachhelfen. Pmount arbeitet mit User-Privilegien und bindet die Partition unter /media ein. Pmount kann keine Containerdateien öffnen. Sollte Pmount noch nicht vorhanden sein, kann Pmount nachinstalliert werden per Paketmanager oder mittels Befehl in der Kommandozeile sudo apt-get install pmount. Und so gibt man ein pmount/dev/sdb1. Das ist die Partition auf dem USB-Stick. Enter und Passwort eingeben. Und dann ist der USB-Stick unter /media zu finden. /media/sdb1. Geschlossen wird der Container mit pu-mount. Und man gibt ein dazu, pu-mount/dev/sdb1. Und Enter. Das war User Paul von OpenScreencast. Ciao und viel Glück.